Im Fall Melanie Müller schaltet sich jetzt die Polizei ein. Seit einigen Wochen wird der Reality-TV-Star mit harten Vorwürfen konfrontiert. Alles beginnt, als bei einem Konzert der Ballermann-Musikerin Nazi-Parolen gerufen werden. Die Blondine selbst zeigt auf der Bühne angeblich den Hitlergruß. Anschließend kommen Behauptungen auf, sie bewege sich in der rechten Szene. Jetzt laufen offizielle Ermittlungen gegen die Mutter zweier Kinder. Medienberichten zufolge durchsucht ein Einsatzkommando am Donnerstag das Wohnhaus der Sechsin. Melanies Lebensgefährte berichtet: Der Hund schlug an, davon wurde ich wach und dann standen auch schon die Polizisten vor mir. Die Staatsanwaltschaft bestätigt den Einsatz ebenfalls. Es geht um zwei Verfahren im Zusammenhang mit den aufgetauchten Videos. Ob die Beamten belastende Beweismittel finden, ist unklar. Und die harten Vorwürfe gegen Melanie stehen weiter im Raum.